So, und damit willkommen zurück im nächsten Match der Marin 2 gegen den Nerko, beziehungsweise Nerko gegen Marin 2. Wir spielen nämlich auf Nerkos Heimmap auf der Brothers Conflict. Und wir schauen als erstes mal kurz in die Liga rein, wie es da so aussieht. So, aktualisieren wir ganz kurz hier unsere Tabelle. Ah, hier haben wir Ladezeiten heute hier. So, und zwar Red Alert Season 5. So, zweite Liga. Ich gucke sofort, wer das war. Ich bin gerade hier mitten in der Tabelle. Vielen, vielen Dank schon mal an wer das auch immer war. Ich gucke gleich. So, wie sieht's da aus? So, hat Martin denn schon gespielt? Martin 2 hat noch nicht gespielt. Erstes Spiel. Nerko hat schon gespielt, hat eine Niederlage bekommen. Ja, alles noch ganz, ganz frisch. Das heißt, noch nichts. So, wer war das denn? Lefalia, danke für deinen dritten Resub. So, wir gucken mal. Wir haben hier unten den Nerko mit den Alliierten und hier oben rechts Martin 2 in seinem bekannten Orange, die Brothers Conflict, wir schauen sie uns einmal an, die Map. Ich kenne sie auch noch nicht so gut. Hab sie mal gespielt. Wir haben, genau, ich konnte mich erinnern, wir haben hier einnehmbare Tech-Zentren. Finde ich sehr spannend. Kann man früh an die Sicht kommen. Die Inseln sind verbunden mit unzerstörbaren Übergängen, teilweise mit zerstörbaren Brücken. Und ja, relativ kleine Erzfelder. Also hier muss man auch sehr schnell weit expandieren. Hier ist übrigens auch ein Tech-Zentrum zum Einnehmen. Oben das gleiche. So, muss man hier mal links. TikTok ist das Bild weg. Da muss ich mal eben gucken gehen. Was ist denn da los? Wieso ist TikTok denn das Bild weg? Dann gehen wir doch mal wieder rein. Ja, TikTok ist abgestürzt. Oh. Live fortsetzen. So, dann gehen wir wieder rein. So, müsste TikTok jetzt, glaube ich, wieder da sein. Könnt ihr mal eben kurz bitte gucken? So. Ja, unser Match in der Spezialliga. Ja. Schlag im Nacken. So, Marin 2. Eine Raffinerie, Waffenfabrik, Werkstatt, schnelle Expansion, Baurhythmus. Hat zwischendurch aber die Kaserne gebaut. Machen nicht mehr alle Spieler. Gerade wenn sie keine Starteinheiten haben und wenig Geld. Nutzen dann lieber hier die Einheiten aus der Werkstatt für die Expansion. Also das Geld sparen sie sich. Sieht man auch hier schon ein bisschen Unterschied. Genau, obwohl, ne, hier auch zwei Raffinerien und hier ist Werkstatt und jetzt Waffenfabrik und jetzt Werkstatt gebaut. So, da Nerko erstmal Richtung ein bisschen ein bisschen besseren Einkommen. Ist auch gar nicht verkehrt. Ich selber habe auch immer gerne mit zwei Raff Strategie gefahren. Fand ich immer am Ende ein bisschen effektiver. Hängt aber auch sehr von der Map ab. Aber hier mit den Herzfeldern, mit den dreien, finde ich das ganz gut zu machen. So, Erkundung geht los. Nerko sind auch seine Einheiten zum Erkunden. Geht erstmal nach oben. Er wird ja seine Map kennen. Ich denke, dann wird er sich auch ganz früh dieses Tech-Zentrum hier einnehmen. Wenn er seine Map ein bisschen studiert hat. So, und hier auch Erkundungseinheiten. Ja. So. Martin scheint auf dem Klo gewesen zu sein, weil sein MBF bewegt sich. Ne? Also, wenn Martins MBF sich nicht bewegen, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass er vielleicht gerade irgendwas anderes macht. Details erspare ich euch jetzt. Die hat Martin schon zu Genüge ausgeführt. So. Wo will er denn hier hin? Oh, direkt hier. Ja, alles ein bisschen eng hier. Ja, lässt den Kraftwerk da und fährt weiter. Ja, er will hier eine Raffinerie gleich platzieren. Oder doch nicht. Werkstatt. Nee, er will sich das Tech-Zentrum holen. Haut hier vielleicht gleich nur ein paar Einheiten raus und verkauft hier gleich die Kaserne wieder, würde ich behaupten, um hier vielleicht lieber dann doch eine Raffinerie zu setzen. Und zieht weiter nach links. So, wo ist der Bauhof von Nerko? Der fährt nach rechts. Beide mal simultan auf seiner eigenen Insel. Zweite Waffenfabrik ist gesetzt. Nächster Bauhof beim Nerko. Ganz stark Richtung Expansion.
Ja, Geld kratzen sie beide so am Limit gerade. So, hier wird sich jetzt das Tech-Zentrum geholt. Klar, das spart eine Menge Geld. Nächster Bauhof auch beim Marlin raus. Also alles sehr, sehr parallel bei den beiden. Hier steht er rum. Marlin Tours. Ja, keine Bewegung. Oder ist er vielleicht doch wieder auf dem Klo? Genau, Alexander. Tech-Zentrum, volle Sicht der Karte. Ja, nach Ablauf von 5 Minuten wird ein Satellit hochgeschossen und gibt den Spielern Vollsicht. So, 10 Minuten Cooldown haben wir. Cooldown-Timer habe ich gestartet. Ich bin begeistert, dass ich das bis jetzt noch nicht vergessen habe. Läuft bis jetzt. Und nach Ablauf der 10 Minuten darf angegriffen werden. Passive Angriffe lassen sich nicht vermeiden. Zählen nicht als Angriff, bis auf die Sammler. Die müssen auch vor passiven Angriffen geschützt werden, sonst hagelt es gelbe Karten, was gleichzeitig Punktabzug bedeutet. Ja, viele wissen das, aber ich erwähne es trotzdem immer gerne, weil wir so viele neue Zuschauer dabei haben und die wissen das nicht unbedingt. So, Martin auch schon hier in die Panzerproduktion reingegangen. Wir sind noch 3 Minuten 45 ungefähr, finde ich von der Zeit her okay. So, Nerko breitet sich hier aus, sichert sich seine Eco, ist bis jetzt hierhin gefahren, aber hier ist noch nichts gebaut. Da ist noch der nächste MBF unterwegs. So, das heißt jetzt beide hier auf der linken Insel. Hier oben wird Ressourcensicherung betrieben. Ja, alles noch ganz entspannt. So, das wundert mich jetzt bei Nerko auf seiner Heimmap. Tech-Zentrum gebaut und nicht das hier eingenommen. Also da hat jemand seine Heimmap nicht so ganz studiert. JMSS, danke für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Katastrophe LP. Bei meinem Premiere-Stream. Ich bin der Numerino. Servus. Guck mal, orange oben Mitte bitte. Ja, kann ich machen. Er hat's verkauft. Okay. Aber er hat selber keins gebaut, ne? Warum hat er das denn verkauft? Für die Kohle? Oder will er sich jetzt hier das hier noch lieber einnehmen? Mal gucken, was der Muddy noch vorhat. Weil Cooldown ist gleich abgelaufen, kein Tech-Zentrum. So, hier unten weiter, keine Baubewegung, kein Baufortschritt. Hier unten Waffenfabrik, die zweite. Nicht hier oben, ich hätte es jetzt eher hier oben vermutet. Ja, oder zerstört. Oder, was er gemacht hat, ist, was ja auch passiert, wenn du das Gebäude, was du einnehmen willst, zu weit zu weit runterschießt, dann verkauft die KI das. Du darfst das nicht auf Rot schießen, nur auf Gelb. Das könnte hier gut passiert sein. Nerko hat The Rock als Heimmap. Ist das doch Martins Heimmap? Aber wieso war denn Nerko dann erst genannt? Ich habe hier Brothers Conflict drin, Nerko erst genannt. Das ist Martins Map. Ja, dann haben sie falsch rum gemeldet, ne? Ja, okay, gut. Besser so, als wenn sie die falsche Map gewählt haben. Dann müssen sie mich im Match wiederholen. Achtet bitte darauf, dass ihr richtig rummeldet, ne? Heimmap, erst genannt. Gegen Auswärtsspiel. So, Martin jetzt hier mit einer Vorbase. Aber auch Nerko baut sich jetzt hier auf der rechten Seite vor. Nächste Waffenfabrik, Ressourcensicherung. Sieht man immer häufiger, dass man auch mal mehr als 2 Waffenfabrik gebaut werden. Also ich habe mal eine lange Zeit, wurden von vielen Spielern nur 2 Waffenfabriken gebaut. Ja, gibt den Bauboost, aber sobald man eine mal verliert, ist er sofort weg. Hier wird es weiter expandiert. Also dass mittlerweile sich so 3-4 Waffenfabriken mal eingebürgert haben. Hier auch Tech-Zentrum jetzt bei Martin sehr spät rausgekommen. Das war der 9-Minuten-Blitz. Das heißt, die Spieler, das Zeichen, 1 Minute noch, dann hier ist hier Feuer frei. So, das wird hier unten gleich ganz schnell fallen. Und bin ich mal gespannt, ob Nerko hier rüberzieht. Martin baut Schattengeneratoren. Hier sind keine. Hier sind auch keine. Ne, hier vorne hat er einen Schattengenerator gebaut, um seine Panzer abzudecken. So, aber Nerko kommt schon von unten. Verteidigt hier unten seine Position. Ja, das kesselt die Panzer von Martin so ein bisschen ein.
Vor allem Nerko dürfte gleich Vollsicht haben. So, Cooldown müsste sofort vorbei sein. Ein paar Sekunden noch. Da kommt der erste Blitz. Der zweite Blitz Nummer 3. Los geht's. So, ja, hier gab es ein bisschen Scharmützel vorher. So, Cooldown um, Zeichen für Spieler, Feuer frei. Wer legt als erstes los? So, Nerko geht in die Offensive. Gleich von zwei Seiten. Zieht hier alles rein. Schon fast so ein kleines All-In. Ja, Marlins Panzer müssen jetzt gucken. Marlin geht hier ein bisschen Offensive. Nerko kommt von unten. Marlin hier vorne beschäftigt. Macht das gut. Fährt jetzt hier durch. Könnte sich jetzt erstens hier mal die Waffenfabrik vornehmen, dass keine Verstärkung rauskommt. So, Marlin zieht seinen Bauhof schon zurück. So, Waffenfabrik hat er raus. Ja, er muss hier seine Einheiten schon zusammenlassen. Das sind zwei Gruppen mit zu viel Passivfeuer. Das wird Marlin halten. Frühes Gefecht hier. Ja, Nerko macht's richtig, zieht sich wieder zurück. Hier ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Länder kann ich hier gerade nicht mehr sagen. Mr. Grabowski kann ich hier gerade nicht beantworten. So, Marlin hat den Nerko hier vertrieben und geht auch direkt in die Gegenoffensive. So, Nerko muss jetzt gucken, genau hier zurückziehen. Wenn du hier Türme baust, auch schön auf die Höhe deiner Türme, dass die ein bisschen aus dem Rücken Feuer mitfeuern können. Da sind die sehr, sehr effektiv. So, behalten wir so ein bisschen den Rest der Karte im Auge. Ja, Marlin fährt noch hier vor, aber hier wird er nicht durchkommen. Kann sich ja auch wieder zurückziehen. Nerko steht finanziell sehr, sehr gut da. Marlin nicht so. Oh, der Nerko verfolgt ihn wieder. Sieht hier die Schwäche, die Marlin gerade zeigt. Oder? Schade. Ich dachte, jetzt fährt er hinterher. Nee, Nerko hält hier dicht. Will erstmal weiter. Sich teilen gegen Marlin. Ja, ich glaube, dass Nerko auch ein bisschen Respekt hat. Marlin ist bekannt dafür, dass er auch schnelle Panzeroperationen fährt. Ne, wo wir gerade davon reden. Hier oben kommt schon die erste. Ja, nimmt sich hier die Erkundungseinheiten vor, dass sein Schatten hier nicht so weit aufgedeckt wird. Oh, man, Nerko hat schon gesehen. Will die Panzer abfangen. So, hier oben keine Bewegung. Anja Tanjas, keine schnellen Eingreiftruppen. Ne, nichts gesehen. Aber hier, jetzt dreht Marlin auf. So, jetzt kommt das, was Marlin nämlich gut kann. Ähnlich wie Ryder. Schnelle kleine Panzervorstöße. Und er hält seinen Gegner damit richtig in Atem, weil Marlin ist gut darin, auf mehreren Schauplätzen zu kämpfen. So, zieht mit denen jetzt hier komplett runter. Kann jetzt richtig schön Schaden anrichten. So, Nerko muss hinterherfahren. Ich hab da gesehen, ne? So, Katar spielt mich ja Bellum. So, gönnt dem Katar doch mal seine Pause. Der braucht das auch. Er sieht euch hier immer spielen und wie ihr Spaß habt. Und man hat natürlich auch Spaß am Stream, aber selber spielen ist ja doch mal was anderes. Und so hat der Cutter auch ein bisschen seine Freizeit. So. Nerko hat den Marlin hier schön abgefangen, aber Marlin will hier nur Gebäude rausnehmen. Oh, oben rechts Base weg. Was passiert? Jo, Tanja. Hier ist ein Tanja-Move gewesen. Haben wir nicht gesehen. Ne, ist hier durchgefahren. Marlin hat sich gerade noch verteidigen können. Oh, das tat weh. Und jetzt fahren hier die Panzer durch. Marlin in Schockstarre. Hat seine Panzer hier verloren. Und Nerko fährt durch. Ja, Marlin ist hier auf dem Angriff. Aber hat natürlich Tür und Tor jetzt hier für Nerko hier geöffnet. So, wenn Nerko die hier abwehren kann, irgendwie mit Türmen, mit Panzern, irgendwie abwehren,
kann er hier durchfahren. Und kann Martin alles nehmen, beziehungsweise den Rest, den er noch hat. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, oben in der Mitte, das hier oben, die habe ich schon gesehen. Steht ein Schütze und ein Invasor. Ja, das nimmt er. Aber Martin genauso, räumt hier auf. Ja, Nerko muss da hinterher. Die Panzer sind... Das sind zu viele, um die zu ignorieren. Aber er macht's nicht. Ihr könnt ja die Panzer locker schicken. Aber ich glaube, er ist gerade ein bisschen... Ja, hier oben ist der Tanja, da. Da oben läuft sie. Ja, Nerko ist gerade in Schockstarre ein bisschen. Er hat die Tanja hier oben, er hat die Panzer hier unten, die beim Einfallen. Jetzt bewegt er die Panzer runter. Versucht hier noch irgendwie seine Base zu halten. Bauhof hat er verloren. So, die Tanja ist auch schon wieder aktiv. Nimmt hier die Vorbase vom Martin raus. Oh, das war knapp. Fast drüber gefahren. Und Flatsch. Das war's. Kettenöl. So, Nerko wieder. Vorsprung. Er nimmt die Panzer. Ja. Kann er hier die letzte Frontraffe nehmen. Den Rest zieht er zurück. Ja, Martin ist ja am Durchfahren. Er nimmt sich nur die wichtigen Gebäude vor. Oh, danke für deine 100 Bits, Jamie. Vielen, vielen Dank. So, Game Over. Gucken wir mal. Ne, hier ist noch ein Bauhof beim Nerko. Nerko ist noch nicht raus. Mal. Hier. Nochmal 100. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr geil. So. Ja, Martin verkauft. Ne, Martin ist nämlich raus. Er hat keine Waffenfabriken mehr, er verkauft. Firecell muss sich hier geschlagen geben gegen den Nerko. GG. Wahnsinn. Hat er sich hier mitnehmen lassen. Nerko hat hier den Panzer Martin aufgehalten. Ja, Martin ist Game Over, genau. Hat seine letzte Waffenfabrik verloren. Ja, im Bauhof hat er ja noch gehabt, aber hat hier keine Chance mehr gesehen, gegen die Panzer anzukommen vom Nerko. Weil ich es bin. Oh. Jetzt könntest du sehen, wie ich rot werde, aber geht nicht. Ja, die Tanjas waren mies. Aber da sieht man, wie wichtig es mal so ein kleiner Base-Schutz ist. Ne? Wenn es nur ein paar Bunker sind, hat Martin vernachlässigt und hat dafür auch direkt die Quittung gekriegt. Ja, hat Nerko sehr, sehr gut gemacht. Er räumt jetzt noch die letzten Einheiten auf und dann war's. Achso, da ist ein Sammler, da ist ein Panzer. Hier läuft noch eine Einheit. So, die jagen auch irgendwas. Und dann ist hier gleich das Match vorbei. Ja, Nerko setzt gerne mal Tanja rein. Das stimmt, das macht er gerne. Also ist jetzt nicht sein Unique Move, aber sieht man regelmäßig bei ihm. Das ist, also, da hast du recht. Flatsch. So, wo steht noch was? So, wo hat der Martin denn noch was stehen? Nerko hat schon gesehen. Schon irgendwo hin unterwegs. Ich sag's euch ehrlich, ich sehe es nicht. Rechts oben. Nee. Ah, hier. Da ist ein Sammler. Das war's. Match abgeschlossen. Gefechtsführung. So, wir hören mal, was die beiden sagen.